So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, heute spielen wir den KV2 und seinen Kollegen die Su-152. Ich wollte nicht sagen russische Panzer, es sind mehr so russische fahrbare Trollkanonen. Naja, aber die Russen waren mal wieder dran und der KV2 war lange nicht mehr und irgendwie hatte ich Lust auf den KV2, deswegen gibt es heute den KV2. Wie gesagt, ist wirklich mehr so ein Trollpanzer, aber hey, das muss auch mal sein. Ne? Es gibt schwierige Panzer und es gibt einfachere Panzer. Der KV-2 gehört zu den einfacheren Panzern, weil man muss wirklich nur treffen. Das ist alles. Wenn du getroffen hast, ist der Panzer kaputt. Gut, wenn du getroffen wirst und der Gegenüber weiß, wo er hinschießen muss, dann bist du natürlich auch weg. Viele Leute schießen auf den Turm. Das ist zwar im ersten Moment eine gute Idee, weil man halt denkt, ne, ich schalte den Richtschützen aus, aber beim KV-2 funktioniert das tatsächlich irgendwie nie. Ich habe das früher auch gemacht. Aber das funktioniert tatsächlich gar nicht so gut, wie man. Boah, Leute. Wie man das halt so denkt. Ne? Der schießt dann trotzdem einfach zurück. Deswegen beim KV-2 einfach hier vorne auf die Frontwanne schießen. Dann schlägt die Granate in den meisten Fällen bis zu den Munitionsreserven durch und der KV-2 ist Geschichte. Also am besten nicht auf den Turm schießen. Das kann klappen, muss aber nicht. Das ist halt eben die Gefahr. Das ist die Gefahr dabei. Das sieht auch witzig aus, so großer und kleiner Bruder irgendwie. Weil es auch eine gleiche Tarnung ist. Herrlich. Was machen die da? Ich glaube, der Tiger will nach rechts und der will nach links. Das klappt bestimmt, anstatt dass mal einer von denen stehen bleibt. Nein, da wird natürlich gegengehalten. Warum? Ach, ey. Hallo. Hallo, lass mich doch wegfahren. Meine Fresse, noch eins. Was steht denn da? Ich sehe es nicht. Hätte ich es gesehen, hätte ich mal drauf geschossen, aber ich habe nichts gesehen. Habe ich manchmal, dass ich einfach Panzer nicht sehe. Die stehen da rum und ich sehe sie einfach nicht. Was bei mir auch das Farmen im realistischen Modus kompliziert macht. Und tschüss. Jupp. Ihr seht, wo ich hingeschossen habe, ne? Nein! Saft sagt. Kann ihn mal bitte jemand rausnehmen? Oh, okay. Gut. Das war's. Und das passiert mir auch häufiger. Ich verlasse mich zu sehr auf die Karte. Wenn ich sehe, oh, auf der Karte, da sind ja gar keine anderen Panzer, da fahre ich einfach mal vor. Ja, meistens endet das dann so, dass dann doch da fünf Panzer stehen, nur dass die auf der Karte nicht gekennzeichnet waren. Blöd laufen. Egal. So. Wenn sich die nicht bewegen, kann ich sie rausnehmen. Aus dieser Entfernung. Klappt meistens nicht. Aber mit den Kanonen klappt das. Ihr seht, was ich meine. Einfach nur treffen. Wo ist egal, einfach nur treffen. Aber ihr solltet definitiv vermeiden, auf fahrende Panzer zu schießen. Denn fahrende Panzer haben den Nachteil, die Granate braucht halt 3 Stunden, bis sie da ist. Wenn der Panzer fährt, dann ist er schon weggefahren, ist er schon 3 Kilometer weiter, bevor die Granate überhaupt ankommt. Guck mal, der steht. Habt ihr das gesehen? Mein drittes Mal übrigens. Mein drittes Mal, dass diese Kanonen. Oh, sorry. Ein Panzer nicht mit einem Schuss zerlegt haben. Mein drittes Mal. Ansonsten immer. Immer One-Shot. So, der schießt übrigens auf uns. Glaube ich zumindest. Nee. Bei sowas bin ich dann immer so ein bisschen überrascht. Wie gesagt, normalerweise ein Treffer, ein Kill, aber anscheinend nicht. Da, wo wir sind, weiß ich gerade nicht. Ich weiß ja nicht, wo du bist, Kollege. Naja. Ach so, wahrscheinlich steht er ganz oben allein bei C oder sowas. Ja, das ist er. Ach so, dann kann ich es natürlich verstehen.
steht ein T-34. Ich hätte gegen den T-34. Was ist denn heute los? Ich verliere gerade den Glauben in diese Kanonen. Wirklich, ich bin zutiefst enttäuscht. Ist auch schön, ne? So ein riesiger Geschützverschluss in 8 Sekunden repariert. Kein Problem. Wirklich. Herrlich. So, jetzt fahren wir vor, drücken dem Panzer jetzt endlich mal eine. Meine Güte, noch eins. So, T-34, hallo. Kollege. Was ist denn los? Ich verliere den Glauben in diese Panzer. Normalerweise erwarte ich, dass die Kanone, dass die Kugel einschlägt oder das Ding kaputt geht. So. Wenn der jetzt eine vollgeskillte Kuh hat, habe ich ein Problem. Dann hat er nämlich schneller den Typen ersetzt, als ich schießen kann. Na komm. So. So sollte das im Normalfall aussehen. Oh, guck mal, da steht ein KV-2. Man sollte sich beim KV-2 immer ganz genau überlegen, ob man schießt oder nicht. Der Kollege hat schon geschossen. Und ich kann doppelt so schnell nachladen wie er, weil ich in der SU sitze. Und er in einem KV-2. Übrigens, Fun Fact nebenbei, die SU hat eine doppelt so schnelle Nachladezeit wie der KV-2. Das heißt, ne, wenn ihr keinen Bock auf die lange Nachladezeit habt, fahrt einfach den die SU 152. Die hat die gleiche Kanone, nur mit halb so langer Nachladezeit. So. Braucht unser Kollege da eigentlich Hilfe? Ich weiß es nicht. Ich frag mal. Oh, okay. Ich glaube, das war ein Nein. Okay, den T-34 hat er auch gut auseinandergenommen. So. Das wäre der T-34-85 gewesen. Da kommt was. Kam was, sorry. Kommt da immer noch was? Hallo? Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ich dieses Video in MP4 auch hochlade? Und dass dadurch eine... Nein! Ganz doof, ganz doof, ganz doof, ganz doof. Sehr schön, das war sein Todesurteil. Hoffe ich. Nein! Hilfe! Nein! Oh oh, das ist mein Todesurteil. Nein! Schade. Hätte ja klappen können. Ah, ich wusste doch, ist bestimmt irgendwas kaputt, aber ich habe jetzt nicht geguckt. Doof. Doof, 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 doof. Oh, ich habe noch einen. Okay. Na, wenn das so ist, ich dachte schon, die Folge wäre vorbei. Okay, auf ein neues. Ja, wie gesagt, normalerweise sind das Trollkanonen. Aber irgendwie heute, ich weiß nicht, was los ist. Haben sie das Charts-Modell geändert? Ja, ich weiß, sie haben es geändert, aber eigentlich nicht diesbezüglich. War ja so ein großer Patch. So ein großes, ja, doch. Update, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ist auch egal. Da haben sie viel dran geändert. Ich habe mir so ein bisschen was durchgelesen. Natürlich nicht alles, weil ich wollte jetzt eigentlich was aufnehmen. Und es ist schon spät. Und ich muss morgen früh aufstehen und ich habe keinen Bock, jetzt mir noch stundenlang irgendwas durchzulesen. So. Ah, guck mal, da ist ein schwerer Panzer. Dann wollen wir dem nochmal einen Besuch abstatten. Hallo, schwerer Panzer. Oder soll ich lieber sagen, auf Wiedersehen, schwerer Panzer. Pff, in der Fahrt, kein Problem. Weg. Oh, ich hoffe, ich habe den jetzt nicht den Kill geklaut. Sorry. Das war jetzt nicht mein Bestreben, aber ich habe den nicht gesehen. Uah. Einmal rumdrehen. Ja, der KV-2 ist einfach nur ein Spaßpanzer.
Seht auch hier, die Nachladezeit ist deutlich länger als bei der SU. Der Saftsack. Sieht der einfach nicht? Na komm, du mal vor, Kollege. Wenn du dich das traust. Ich an deiner Stelle würde mich das nicht trauen. Der traut sich das wirklich. Du weißt schon, dass das hier ein KV2 ist. Also wenn ich du wäre, würde ich hier nicht vorfahren. Das endet in den meisten Fällen tödlich. Ah, komm. Putt, 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 putt. Also irgendwie fies, was ich mache. Komm, noch ein Stück. Komm. Komm her. Ich sehe dich doch. Na, wer traut sich? Wer will sich zuerst zum Schuss fangen? Na komm. Ja, du glaubst doch nicht, dass ich auf deine Ketten schieße. Ja, jetzt würde wahrscheinlich der andere mich holen. Ah, nee, da steht noch ein Ausführung G, der wird mich retten. So. Ja, beim KV2 muss man sich ganz genau überlegen, schießt man jetzt oder lässt man es? So, ich habe hier die KV1 rausgelockt. Und jetzt kriegt er vom Ausführung G. Ja, komm, nimm ihn dir. Warum schießt du nicht? Warum? Oh, oh. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Hinter uns Thunderbolt. Da kommt, glaube ich, was. Ja, ich glaube, der Thunderbolt kriegt jetzt auf die Fresse, aber ich kann ihm nicht helfen. Muss noch nachladen. Jetzt kann ich ihm helfen. Hast du ihn geholt? Thunderbolt, hallo? Natürlich, jetzt wäre natürlich Teamspeak ganz nett oder Discord oder was man halt bevorzugt. Damit man weiß, ist der noch kampffähig, kann ich jetzt hier vorfahren oder kann ich nicht. So, der ist kaputt, aber der noch nicht. Verdammt. Verdammt, ich hätte früher abdrücken sollen. Egal. Ja, so ein KV2 ist auch tödlich fragil. Also wenn man da auf die, einfach vorne auf die Wanne schießt, man KV2, nicht auf den Turm, bringt nichts, auf die Wanne. Auf die Wanne ist effektiver als auf dem Turm. Weil beim Turm versucht man halt, habe ich auch früher versucht, irgendwie den Richtschutz rauszuballern, aber ich habe es irgendwann gelassen, vor allen Dingen, als ich selbst in KV2 gespielt habe, weil meistens überlebt er irgendwie immer. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und wenn man sich das beim KV2 auch mal anguckt, wir haben übrigens gewonnen, kann ich ja gleich mal zeigen, warum man vorne auf die Wanne schießen sollte. Ja, tatsächlich sogar mal Platz 3 im Team. Im KV2 bin ich sonst irgendwo immer im Mittelfeld, weil zerstörte Bodeneinheiten ist meistens gleich deckungsgleich mit den Treffern, hier nicht. Und Treffer bringen Punkte. Ne? Und wenn man nur 7 Treffer hat, dann kriegt man auch nicht so viele Punkte, aber ist egal. Ja, 7 zerstörte Bodeneinheiten ist halt ein totaler Trollpanzer. Also, die Runde jetzt nicht unbedingt ernst nehmen. Ja, auch im Low-Tier gut abgeschnitten. 40.000 Silverlines ist okay. Und jetzt zeige ich nochmal kurz, was ich meine. Das ist der KV2. Wir gucken mal die Panzerung. Gut, die ist hier egal. Ihr könnt hier vorne drauf schießen. Kommt auch problemlos durch. Hier an der Seite könnt ihr durchaus abprallen. Das ist auch, das habe ich oft erlebt, dass Leute auf den Turm geschossen haben und das ist einfach abgeprallt. Das ist beim KV2 tatsächlich ganz schön gefährlich. Da kann man leicht abprallen. Ich hatte einen T-3485, der mich nicht geschlagen gekriegt hat, weil er eben auf meinen Turm geschossen hat und irgendwie immer abgeprallt ist. Wie gesagt, hier kommt er durch. Das geht. Und ist das hier? Das ist der Richtschütze. Interessant. Ladeschütze, Ladeschütze, Kommandant. Aus irgendeinem Grund wird beim KV2 selten irgendwie der Richtschütze rausgeschossen. Ganz skurril. Ich weiß nicht warum, der schießt dann trotzdem zurück. Beim KV2 ist eigentlich die Regel, mache ich zumindest immer so und es klappt ganz gut,
hier vorne drauf schießen auf diese Platte. Die ist nicht ganz so doll angeschrägt. Ist eine halbwegs große Fläche. Die könnt ihr genauso gut durchschlagen als das hier. Und hier müsst ihr halt, hier habt ihr nicht so viel Platz zu treffen. Also ihr habt nur dieses schmale Ding und dann kommt hier schon die Kanonenblende, kommt auch nicht mehr durch. Hier an den Seiten ist auch unmöglich in den meisten Fällen. Selbst ein Tiger wird bei 170 mm zu knabbern haben. Und das ist halt ein schmales Feld und wie gesagt, einfach hier vorne drauf schießen. Und ihr seht, wenn der hier reingeht, ne, hier sind die, hier ist die Munition. Da ist dann Schicht im Schacht. Also wenn der vorne reingeht, sollte beim KV-2 eigentlich das Licht ausgehen. Ne, das ist die sicherste Variante. Oder ihr könnt ihn halt von der Seite knacken. Aber auch da würde ich empfehlen, mehr hier reinzuschießen. Also tatsächlich in die Seite des Panzers, als in den Turm. Man denkt, hier sind die Munition. Hier ist die Munition, wenn man da reinschießt beim Turm, dann geht der kaputt. Das habe ich sehr oft auf dem Testgelände aufprobiert, es funktioniert meistens nicht. Ich weiß nicht warum, aber pff. Also am sichersten ist einfach hier in die Seite schießen, da ist der Kraftstofftank, hier sind jede Menge Munition. Und normalerweise, wenn ihr hier in die Seite schießt, solltet ihr auch die Turmbesatzung kriegen. Naja, weil der Richtschütze sitzt ja genau hier. Naja, so ein kleiner Exkurs noch zum KV-2. Also der ist eigentlich gar nicht so zu fürchten, außer er kann halt frei schießen, dann habt ihr ein Problem. Und wenn ihr gesehen habt, ein KV-2 hat geschossen, einfach drauf fahren. Bis der nachgeladen hat, ist Weihnachten. Naja, ich habe ja auch schon lange genug gelabert. Wie gesagt, ich hoffe, das Video ruckelt jetzt nicht. Für mich ist halt das Problem, dass viel, viel größer ist. Aber ich kriege das schon gewuppt. Na gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis dann.